Tag, Herr Kremers. Guten Tag. Ich vertrete heute Herrn Hellmann. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Kein Problem, glaube ich, für mich. Dann fahren wir mal los, ne? Ja. Wohin fahren wir denn überhaupt, Herr Hauser? Auch so ein bisschen mal durch die Gegend, würde ich sagen. Mhm. Aber ich spreche schon die ganze Zeit mit Erwin Kremers, ja? Nicht mit Hellmann. Nein, nein, hundertprozentig. Jetzt hab ich leider keine Papiere dabei. Wurden Sie früher eigentlich oft verwechselt? Die Frage ist berechtigt, weil mein Zwillingsbruder schon mal 5 Jahre ohne Führerschein gefahren. Vom 18. bis zum 23. Lebensjahr ist der mit meinem Führerschein gefahren. Und da kann man wirklich fragen, wer ist wer, wie ist die Identität. Ne? Ich hatte zum Beispiel Autogrammstunde und wurde krank, dann ist mein Zwillingsbruder dahin gefahren, das hat keiner gemerkt. Und wer war der bessere Fußballer, ja, Helmut oder Erwin? Selbstverständlich ich, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Wir haben eben vom Führerschein gesprochen, haben Sie einen? Das nicht mehr kontrollieren. Sie waren, Herr Kremers, Idol meiner Jugend. Das werden Sie nicht so ganz mitbekommen haben damals. Ja, ach, Sie waren das aber. Also. Ich wusste, einer war da und dass Sie das waren, das freut mich sehr. Und wenn wir früher gebolzt haben, dann waren wir entweder, Sie werden es verzeihen, Fischer Abramczyk oder die Kremers-Zwillinge. Ja, da haben Sie, kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie hatten einen sehr guten Geschmack. War ja eine Menge los in dieser Saison wieder bei Ihrem Verein, beim FC Schalke 04. Ne? Das ist ja toll. Da wird er nie langweilig, oder? Nee, ich finde das klasse. Wie viel Schalke ist noch in Ihnen? Ich glaube, dass nur viel Schalke in mir lebt und ich bin zwar nicht mit allen Dingen einverstanden, trotzdem freue ich mich natürlich jetzt auch, dass die in der Champions League so weit gekommen sind. Sie waren ja Künstler. Ja, Künstler, ob das heute noch gefragt ist, das ja, weiß durchaus, ich. Durchaus. Ja, das weiß ich nicht genau. Also mir gefällt unglaublich der Raoul. Ja. Aber Sie haben nicht nur auf dem Fußballplatz tolle Nummern gebracht, Sie haben auch mal gemeinsam gesungen. 1974 waren Sie sogar mal in den Charts. Ja, das war, wie hieß das Lied? Du bist das Mädchen meiner Träume. Das war ein Riesenhit. Haben Sie das Lied noch drauf? Nein, das habe ich nicht drauf. Eine kleine Kostprobe? Kleine Kostprobe. Ich kann das summen vielleicht, weil ich den Text auch gar nicht mehr kenne. Du da 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 da. So, mehr jetzt aber nicht. Fußball spielen konnten Sie ein bisschen besser als ich. Ja, das gebe ich Ihnen schriftlich mit. Ich gucke immer schon mal mit, ob Sie auch über Rot fahren. Ich habe hier ein ganz ungutes Gefühl. Erzählen Sie doch nicht so Quatsch. SKY, was heißt das eigentlich? SKY. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Aber die machen das relativ gut, muss ich sagen. Ach ja, so Herr Kremers, ich schmeiße Sie jetzt mal raus, ne? Ich werde rausgeschmissen. Ja, nein. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie uns zur Verfügung standen. Ja. Und bestellen Sie dem Helmut einen schönen Gruß. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wobei, wie gesagt, mit Ihren Fahrkünsten war ich nicht so einverstanden und bin jetzt froh, wenn ich hier raus bin. Also, tschüss. Tschüss, machen Sie es gut.